Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Unreal 2 The Awakening. Das letzte Mal haben wir diesen ominösen Planeten mit dem Namen Nagoja Abad, klingt ein bisschen arabisch, haben wir betreten, sind hier auf der Suche nach einem Artefakt natürlich wieder, ist klar. Ja, und das soll sich wohl noch unter der Erde befinden und noch nicht so wirklich dolle ausgegraben sein. Und ich juckt's gerade am Ohr und am Headset, das ist immer schön. So, die letzte Folge war ja ein bisschen trantütig. So nenne ich es jetzt einfach mal und ich glaube, hier beginnt ein neuer Abschnitt. Oder auch nicht. Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich glaube, hier ging ganz schön der Punk ab. Was wollte ich noch sagen? War ich ein bisschen trantütig. Lag daran, dass ich wirklich so ein bisschen nef war. Guck mal, das Fadenkreuz kommt näher. Müsst ihr wissen, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Die habe ich leider immer noch. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht allzu schlimm. Ach, jetzt habe ich mal ein bisschen Raketen. Oh, mich juckt's am Ohr und am Headset. Das ist ja eklig. Oh, aber so richtig. Aha. Da hinten ist schon irgendwas. Einfach mal fröhlich ins Gemüse ballern. Der kommt näher. Oh, na super. Ich bin schon gleich tot. Cool, wa? Ja. Oh, mich juckt's am Ohr, ey. Das ist gerade richtig eklig. Könnt ihr euch das vorstellen? Brenn, du Arsch. Oh, 13 Leben, ihr wollt mich doch verarschen, ey. Oh, mein Ohr, ne? What? Wo kamen gerade die Schüsse her? So, und jetzt blinkt er einfach. Oder? Da ist noch irgendwas. Hä? Oh, da ist noch einer. Was für eine feige Sau. Das kann ich doch vergessen hier. Ha, 5 Leben, Mann. Der Planet hier ist wieder richtig schwer. Irgendwie wechselt sich der Schwierigkeitsgrad immer so ein bisschen ab. Hm. Naja. Ich speichere am besten nicht. Dann gehen wir einfach mal rein. Ich sterbe wahrscheinlich auf grausamste Art und Weise. Das verdammte Scheißgerüst bricht dauernd zusammen. Ich brauche mehr Bolzen. Mhm. Bist du das da unten, Sal? Gib mir mal die Werkzeugkiste. Verdammt, wer sind sie? Stehen bleiben! Da oben. Der war hier unten. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich drehe aber durch, ey. Es ist so schwer hier. Und der Ladescreen dauert wieder 50 Millionen Jahre. Ja, der dauert lange. Also, nicht nett. Aua. Da wird man gleich mit einem Schuss begrüßt hier. Na gut, dann werde ich mal eben, ja, mach die mal eben so platt, ne? Ich hab den durch die Wand getroffen. Sehr interessant. Na gut, eben hatte ich 13 Leben, jetzt habe ich 11. Das können wir ruhig speichern. Oh. Muss mal hier gleich zum Waffengeräusch einen Sound machen, weil ich jetzt auch mal die Ladescreens für mich rausschneide, weil ich echt keinen Bock mehr auf die habe. Deswegen. Das verdammte Scheißgerüst bricht dauernd zusammen. Ich brauch mehr Bolzen. Bist du das da unten, Sal? Gib mir mal die Werkzeugkiste. So dunkel, ich kann hier gar nichts sehen. Nee, der ist tot, okay. Wie auch immer ich den von hier umgenietet habe.
Na gut, wir speichern lieber jetzt jeden Gegner. Wer weiß, ob ich nochmal so ein Glück habe. Ne? Hier oben steht sicherlich gerade sofort der nächste. Aua. Also das Treppen hochlaufen ist echt eine Katastrophe. Meine Sniper. Das wird doch nicht gut ausgehen hier. Ich gucke mir gerade mal, ob hier vielleicht irgendwelche Leben sind oder so. Nee. Meine Nase wieder komplett am Abspannen. Tut mir leid, werde ich wahrscheinlich wieder nicht rausschneiden. Jetzt vor allen Dingen nicht, weil ich die nächsten Folgen beim Rendern sicherlich. Ich geh nicht zurück. Scheiße. Ach was, übertreib nicht. Da brennt. Was meinst du? Da liegen überall Leichen rum. Muss was Besonderes sein. Das Verteidigungssystem ist sicher außer Betrieb. Wer als erster drin ist, kriegt den Finderlohn. Vergiss es. Hast du Muffe? Und wie? Meine Güte. Mann, ich will mal leben und nicht ständig Schilde. Spiel. So langsam wirst du echt gemein. Okay. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Okay. Au. Das hat mir aber gar keinen Schaden gemacht. Klaut mir nur mein Schild. Den brauche ich eh nicht. Aber jetzt hast du mir was von meinem Leben geklaut. Oh. Ist gerade eigentlich mehr ein Versuch, als dass ich hier wirklich gut durchspringe. Mal gucken mal, die Schilde bringst du in diesem Spiel überhaupt nicht. Die sind richtig unnötig. Jetzt bin ich einmal rumgegangen. Ich Idiot. Und jetzt bin ich tot. Yay! Boah, nee. Dieser Planet ist schwer. Sehr übergewichtig ist er. Schnitt. So. Versuchen wir es einfach nochmal. Und am besten diesmal. Ach was, übertreib nicht. Was meinst du? Da liegen über. Ha! So, meine Lieben. Jetzt habe ich euch schon von hier geköpft. Na gut, nicht geköpft, aber. Ne? Verstehst du? So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu meinem. Nach meinem letzten. Rausschneiden wegen Ladescreen. Diesmal habe ich ihn drin gelassen. Also für euch rausgeschnitten, aber für mich nicht aus. Also muss ich nochmal zu irgendeinem Waffengeräusch, zu irgendeiner Waffe ein Schussgeräusch machen. Piu. Kannst natürlich auch zu springen machen. Das wäre aber irgendwie einfacher und einfach ist lame. Nee, Quatsch. Vielleicht holen wir alle einfach durch, oder? Wie langweilig. Da ist das Artefakt sogar gleich, oder? So, ich gehe aber davon aus, dass jetzt 50.000 Gegner kommen, wenn ich hier versuche rauszurennen. Oh nee. Och nee. Mit 11 Leben. Alles klar, Freunde, das schaffe ich nicht. Weiter drinnen sein.
11 Leben. Leck mich. Ich renne hier einfach raus. Ich scheiß auf den Kerl. Ich scheiß einfach auf ihn. 11 Leben. Was denkt sich das Spiel dabei? Boah, scheiße. Vor allen Dingen, eigentlich soll hier, glaube ich, coole Musik laufen im Hintergrund. Schön wäre, man flüchtet, aber... Nö, denkt sich das Spiel... Das war ein Fehler. Das war richtig dumm. Scheiße, ja gut, wo muss ich raus? Ach, da. Oh. Na gut, ich muss ja die Typen... Ich kann die ruhig ignorieren. Aber... Ich muss da nur ganz schnell durchkommen. Aua. Aua. Wenn hier dumme Ladescreen nicht wäre, ne? Gut, darf ich wieder rausschneiden, ganz viel. Das heißt, ich mache gleich den ersten Schuss, den ich setze, wieder mit. Cool, Hintergrundsound. Okay. Hier muss ich aufpassen. Auf, hier liegt den schon mal von hier oben. Aha. Achso, doch. Ich dachte, man könnte ihn nicht besiegen. Wo sah das gerade aus? Oh, doch nicht. Boah, nee, ey. Das wird jetzt ekelig. Das wird jetzt richtig ekelig. Hier ist aber keiner mehr. Oh, oh. Scheiße. Das habe ich genau dann, wenn er reinkommt, gespeichert. Da bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Verdammt. Dann kommt gleich der nächste. Hallo. Aber mit zwei gezielten Schrotschüssen zerplatzen die gleich. Das ist vielleicht gar nicht so scheiße. Ich speichere trotzdem mal lieber nicht. Scheiße. Ach ja, Piu, Piu, das muss ich ja noch machen. Hehe. Spiel, langsam wirst du ein bisschen schwer. Oh Gott. Komme ich da denn jetzt durch? Ja, ganz klasse. Muss ich auch noch nachladen bei dem, ey. Da habe ich echt an der besten Stelle gespeichert, der man nur speichern kann. Richtig gut von mir. Kann ich ihn nicht schon mal wegsnipen? Snipen, habe ich gesagt. Ich mag an dem Spiel nicht, dass die Waffen so kacke platziert sind. Wo kommst du denn jetzt her? Hä? Die kommen einfach aus dem Nichts. Oh. Mann, der hält so doof viel aus. Das ist voll kacke. Kommt echt einer noch von hinten? Oh, ekelig. Ist hier nicht mal irgendwo ein bisschen Leben? Jetzt hält sie auf einmal wieder vier Schüsse aus, oder was? Was ist denn mit euch los? Hä? Ich habe hier nur zwei ausgehalten. Oh, oh. So, bam. Toll. Okay, wieder. Was war das? Ohne Worte. Ohne Witz. Ich glaube, ich habe mir gerade meinen Spielschein kaputt gemacht. Alter, kommen hier viele Gegner. Ich bin jetzt durchgekommen mit noch zwei Leben. Toll. Hier ist auch gar nichts. Und du hast auch überlebt. Interessant. Ja, nee, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, ich komme hier nicht mehr durch. Was mache ich denn jetzt? Kann ich nicht mehr eben ganz schnell...
auf Menü laden gehe. Toll, es waren nur wenige Sekunden danach. Wie viel habe ich denn hier? Wie viel Leben? 10. Naja. Gibt's nicht. Ist da nicht irgendwas anderes? Aha, da kommt der Pisser. Boah, Vielleicht ein bisschen verbrennen. Mal ausprobieren? Ja, komm. Vor allem wird das nachher so eine scheiß Schneiderarbeit für mich. Ohne Witz. Das wird richtig ewig dauern. Das geht. Ich habe nur leider kaum noch Munition. So, und hier habe ich eben echt offscreen ein bisschen rumgeschnetzelt. Alter, da kommen so viele. Das glaubt ihr mir gar nicht. Aber die sind schön schnell tot damit. Auch wenn ich kaum noch Munition dafür habe. Ich speichere jetzt mal lieber jeden Gegner. So, und da steht gleich so ein Typi. Den habt ihr eben, glaube ich, noch gesehen, ne? Genau. Alter, das ist so Metroid-mäßig. Merke ich jetzt gerade mal. Hallo jetzt? Ja. Jetzt auf einmal sterbt ihr nicht mehr daran, oder was? Ich könnte durchdrehen. Ich könnte durchdrehen. Hä? Warum denn? Ihr seht ja so richtig schnell gestorben. Jetzt einfach 1000. Nö. Raus hier. Oh. Mission erfolgreich. Ernsthaft? Ich dachte, man muss noch weiter raus. Hä? Yay, geschafft. Puh. Was eine Welt. Ich dachte, man muss noch weiter raus. Deswegen habe ich extra so ein bisschen vorsorgliche Schwierigkeiten rausrennen können. Na gut, wenigstens habe ich es jetzt geschafft. Und ein neues Artefakt. Das wievielte? Fünfte oder sechste? Ich glaube, du warst schon der sechste. Krass. Naja. Ich kann mich nicht beklagen. Ich muss gerade aufstoßen. So, habe ich jetzt wieder diesen Fehler von neulich, dass irgendwie das Spiel nicht mehr laden will. Nicht mehr weiter. Ich glaube schon. Komm schon. Schaffst du es? Nee. Na doch. Los! Er war früher mal bei den Marines, dann haben sie ihn rausgeschmissen. Weshalb? Er agierte auf eigene Faust. Die nannten das Abweichen von den vorgegebenen Missionsparametern. Einmal war da dieser Colonel, der befahl ihm, eine verwundete Zivilistin zurückzulassen. Er sagte dem Colonel, er könne ihn mal kreuzweise und holte sie raus. Damit war er doch ein Held. Ein Fall fürs Kriegsgericht war er, gefeuert auf Nimmerwiedersehen. Dann heuerte er bei den Cops an, Streifendienst am Arsch des Weltraums, zusammen mit dem Rest von uns. Aber er ist immer noch derselbe, reizt AIDA bis zur Schmerzgrenze, geht immer voll drauf los und macht, was er für richtig hält. Okay. Da waren wir gerade. Diesem idyllischen Planeten. Ich will gerade mal was gucken. Der Part ist sowieso gerade passend vorbei, glaube ich. Muss gerade mal ganz kurz was gucken. Ne, der ist da gerade noch drin. Ist diese Gerätschaft, die er da hat, nur dafür gedacht, um seine Zigarette anzuzünden oder was? Ist er krank? Na gut, Freunde, würde ich sagen, das war Anime 2. Anime 2. Für heute. Und im nächsten Part
Oh, hier ist es frei. Oh. Gehen wir auf den nächsten Planeten. Mal gucken, was uns erwartet. Ich bin fix und fertig, weil der Planet einfach asozial war mit seinen komischen Viechern, die da auf einmal kamen. Was auch immer das sein mag. Ist ja auch jetzt egal. Wir haben es geschafft und wir sind bereit für tolle neue Planeten. Was auch immer es sein wird. Ich weiß es nicht. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge an W2 The Awakening wieder. Mit neuen Planeten. Yay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.